Und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München aus Polen und bin Stampin'-Up-Demonstratorin. Das heißt, alle Produkte, die ihr hier im Video seht, könnt ihr bei mir und über mich bestellen. Genau, und heute möchte ich euch einladen zu einem Video, wo wir mit dem Produktpaket Weihnachtsexpress eine Geburtstagskarte gestalten. Ich muss zugeben, ich habe das Konfetti-Hintergrund vom passenden Designerpapier. Also die Karte wird in Rot-Grün, also hat sie doch so ein bisschen Weihnachtsflair. Und zwar soll es eine Ziehkarte werden. Der Gedanke ist, dass wir hier ein großes Geschenk machen. Ich habe schon mal testweise mir was ausgeschnitten, sage ich euch gleich, wie lang das ist. Das soll ein Geschenk werden. Da ist auch eine super süße Schleife im Produktpaket drin. Und die soll man dann ein bisschen hochziehen können. Und drunter sollen diese kleinen Pinguine zum Vorschein kommen. Ist eine Geburtstagsgeschenkkarte, könnte man aber natürlich auch zu Weihnachten verschenken, weil Geschenke, Pinguine, passt alles auch super zusammen. So, damit es jetzt aber so funktioniert, brauchen wir jetzt erstmal eine Grundkarte. Die hat die ganz normalen Maße 14,5 auf 10,5. Mein Aufleger hat die Maße 10 auf 14 cm. Und ich mache jetzt hier mit einer Kreisstanze, da könnt ihr aber nehmen, was ihr habt, auch Etikettenstanzen gehen. Man kann bestimmt auch was reinschneiden, einfach mit der Hand. Mache ich hier jetzt mittig mir so einen Eingriff, weil es geht ja darum, dass wir hier dahinter einen Schieber platzieren, den man rausziehen kann, damit das Geschenk nach oben geht. Und dieser Schieber ist ein bisschen breiter als mein Eingriff. Ich würde sagen, 5 cm schneide ich den mal ab. Mit dem Schneidebrett. Zentimeter. Und 12 cm Länge, damit er unten nicht rausschaut und wir keine Probleme mit dem Rand bekommen. Genau, bevor wir noch weiter basteln, machen wir hier noch ein kleines Löchlein rein mit der Best of Trio Stanze. Absolutes Lieblingsprodukt. Damit wir später eine Schnur hinmachen können, obwohl wir das auch tatsächlich gleich machen können, eine kleine Kordel zum Dranziehen. So, das sind jetzt mal die Vorbereitungen für den Hinterhintergrund. So. Genau. Dann brauchen wir den Mechanismus. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich hätte gern, dass das Geschenk ein bisschen 3D-mäßig, also auf Dimensionals hoch und runter fährt. Und deswegen habe ich mich entschieden, zwei Kreise zu nehmen als Mechanismus. Das ist jetzt, wer keine Kreise zu Hause hat oder keine Kreisstanze, kann sich einfach zwei ausschneiden und die werden dann bis zur Mitte eingeschnitten und das muss aber überhaupt nicht genau sein. Wichtig ist nur, dass die ineinander gehen. Genau. Und das friemeln wir dann vorne und hinten in den Schlitz, den wir uns gleich schneiden. Und jetzt habe ich hier meine Beispielpinguine. Die messe ich mal aus. Der kleine Kerl hier ist 2,5 cm. Das heißt, wir möchten gerne, dass unser Geschenk
2,5 cm hoch und runter geht. Und dann schnappe ich mir den Aufleger, lege den im Schneidebrett bei 5 cm an und schneide von 10 bis 7 cm. Oder 10,5 setze ich an und schneide hoch bis 6,5. So. Und jetzt kommt der Mechanismus wieder zum Einsatz. Ihr steckt es so ineinander, dass es eine Art 3D-Kugel ist. Und dann werden zwei Teile davon wieder durch den Schlitz gesteckt und dann aufgeklappt, dass ihr vorne und hinten einen Kreis habt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hoch und runter bewegen kann. Aha, natürlich müssen wir noch ein bisschen was schneiden, damit sich das auch bewegen kann. Da erweitern wir den Schlitz. Das ist nämlich eine Learning-by-Doing-Karte. Wir durchdenken uns das hier zusammen. Also erweitern wir den Schlitz auf jeden Fall nochmal von 6,5 auf 4 cm und versuchen ihn auch zu verbinden. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Jo. So. Und jetzt müsste das hier vorne. Genau. Jetzt haben wir unseren Mechanismus. Seht ihr das? Sehr schön. Wenn es uns zu weit hoch geht, könnten wir sogar direkt noch einen Stopp einbauen. Na, perfekt. Dann machen wir unser Geschenk, den hinteren, was ist denn das, die Lasche zum Ziehen, legen wir mittig auf die Grundkarte und den Mechanismus machen wir so weit wie möglich nach unten. Und dann wird hier Kleber drauf gegeben und wir kleben es A an die Lasche und B einmal rundherum. Also nicht oben, sondern nur unten, rechts und links. Und jetzt schauen wir, dass es hier möglichst. Genau, und das muss ja jetzt auch ein bisschen Zug aushalten. Einmal vorsichtig testen, ob es überhaupt geht. Bisschen liegen lassen. Okay, jetzt kommt das Geschenk. Das Geschenk hat die Maße 7,5 auf 7 cm. Ihr könnt natürlich das auch quadratisch machen. Ehrlich gesagt ist das hier ein Reststück. Und das Geschenk soll hochgezogen werden und drunter sollen die Pinguine zum Vorschein kommen. Also da können es ruhig ein bisschen weiter oben sein, ne? So, damit die hier laufen können. Und dann hier wieder runter. Ah, so ist perfekt. Dass die dann verdeckt sind. Genau. Also die Pinguine zeige ich euch, wie ich die gemacht habe. Dann nehmt ihr euch Flüsterweiß und den süßen Pinguinstempel. Memento Smoking Schwarz. Und jetzt werden die so vier Stück so nebeneinander gestempelt, dass sie sich an den Füßen berühren. Das ist nämlich wichtig, dass, also man kann die natürlich auch einzeln ausschneiden und dann alle nebeneinander kleben. Aber wenn ihr auch so eine Pinguin-Jubelkette haben wollt, dann schaut, dass sie unten an den Füßen sich an den Zehen berühren. Koloriert habe ich diese Pinguine mit Schwarz. Und zwar dunkelschwarz, lustigerweise.
gibt es bei den Blends Dunkelschwarz und Hellschwarz. Wenn ihr das koloriert, immer was unterlegen, weil es drückt durch. Genau, und hier oben ist so ein Pinguin, dieser Spitz, den man von Pinguinen kennt. Ich finde den fast ein bisschen wenig. Da kann ich hier an der Seite noch ein bisschen nachhelfen. Jupp. Dann ein halbes Flügelchen wird geschwärzt. Der Unterbauch und der andere Flügel. Schupp. Und das dann bei allen Vieren. Das könnt ihr auch tatsächlich einfach mit einem schwarzen Filzstift machen, weil bei Schwarz wird es eigentlich immer ganz gut. Bei mir wird es gerade nicht gut. So. Die dünne Spitze geht hier ein bisschen besser, obwohl ich diese Pinselspitze, das ist einfach so ein tolles Gefühl. Und genau, hier das Flügelchen nicht vergessen. Und dann reißt dieser Partypinguin sein kleines Schnäbelchen auf. Und den habe ich mit Dunkelpapaya koloriert. Könnt ihr natürlich auch Kürbisgelb nehmen oder Osterglocke. Also da kann ich mir einige tolle, alle Orange, Gelb und Rottöne sind hier erlaubt natürlich. Und wenn ihr es dann ausschneidet, ich habe das einfach mit der Hand ausgeschnitten, ist die Schwierigkeit natürlich, dass man die Zähne nicht durchschneidet, aber es ist hier kurz ein bisschen eng, aber gar kein Problem. Ist nicht so, wie wenn man irgendwie mehrere Blumen, die sich überlappen, im Fenster ausschneiden muss. Es geht ganz einfach, weil man ja von oben mit der Schere reinkommt. Genau. Ich nehme jetzt hier diese Pinguine und klebe die mal hier auf, die werde ich flach aufkleben, damit nichts hakt. Ich finde diesen Pinguin so süß, weil man sieht, wie er seine Füße hochreißt, wie er hochhüpft und einfach die pure Freude vermittelt. Dann das Geschenk würde ich jetzt so drüber kleben, also ganz runterfahren den Mechanismus. So. Ich glaube, man muss noch mal ein paar Mal hin und her fahren. Wichtig bei allen Mechanismen, die man so bastelt, ist, dass sie sich immer erst ein bisschen einschleifen müssen. Genau, also jetzt ist er ganz unten. Dann nehme ich den Rand. Oder wer hat noch? Muss es sein, da kann ich dann bisschen weniger rechts und links den Rand von den Dimensionals oder diese tollen Streifen, die es auch gibt, sind hier auch super geeignet. Und gerade wenn ich einen dünnen Rand will, dann schneide ich mir das einfach ab. Auf gar keinen Fall wegschmeißen. Weil das kann man wirklich immer sehr gut verwenden. So. Und auf unser Mechanismus kommt jetzt hier auch ein paar Dimensional drauf. Und wichtig ist, die ihr jetzt an den Rand geklebt hat, nicht abziehen. Die sind wirklich nur zur Stabilisierung. Wir befestigen das rein am Kreis. Also alle anderen Dimensionals bleiben drauf. Also die Schutzfolie von allen anderen Dimensionals bleibt drauf. Nur hier bei diesem Rand wird abgezogen. So. Ich versuche es relativ gerade. Und
Eine Testfahrt. So. Habe ich einen Dimensional über. Muss man wieder ein paar Mal hin und her machen. Genau, jetzt hat. Tada! Und diese süßen Pinguine erinnern mich ja wirklich ein bisschen an die Minions, wie sie das Geschenk tragen. So, und dass das Geschenk jetzt auch noch ein Geschenk wird, dafür habe ich mir aus dem Weihnachtsexpress Geschenk Designerpapier hier Streifen ausgeschnitten. Die klebe ich jetzt wie eine Schnur auf. Als ob wir es eingepackt hätten mit einer grün gestreiften Schleife, was auch ganz hübsch ist bestimmt. Das fällt mir aber spontan erst ein, wenn man das hier prägt. Denke ich, ist stabil genug, der Farbkarton, dass man es auch geprägt. So, man kann es natürlich auch ausmessen. Wir passen es jetzt einfach an. Zwei, ach, es ist süß. Also das macht so viel her, obwohl es gar nicht viel Papier braucht. Und jetzt haben wir dann noch in den Stanzteilen, das zeige ich euch vom Weihnachtsexpress, falls ihr das auch, ihr könnt es natürlich das Geschenk zum Hochziehen auch mit allen anderen Stempelsets machen. Hier unten könnten auch, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr noch kleine Elfen zu Hause oder Mäuse. Und hier oben kommt jetzt die Schleife hin. Genau, die Schleife ist in diesem Stanzformenset hier drin und darf hier oben drauf. Die ist ein bisschen unterdimensioniert, muss ich zugeben. Aber nachdem sie jetzt hier im Weihnachtsexpress mit drin ist, nehmen wir die. Und zum Schluss suche ich jetzt noch einen roten Glitzerstein, weil ihr seht jetzt auch, die Schleife hat so einen angeschnittenen Kreis in der Mitte. Hier. Das sind ja Basic Strassschmuck Herbst Winter. Aber ihr könnt auch ganz normale, also entweder einen ganz normalen Schmuckstein, der dann Silber glitzert oder Diamanten. So. Tada! Also ein bisschen hakt es noch. Ah, am besten geht es, wenn man es mit der ganzen, mit dem Daumen hin und her schiebt. Jupp. Tada! Und vielleicht machen wir sogar noch einen Spruch hin. Hier drauf. Vielleicht von Herzen für dich. Jetzt bin ich gespannt, ob ich es jetzt noch verschlimmbessere oder ob wir den Spruch gerade und nur zum Teil hier oben drauf kriegen. So, wenn man das erste Mal einen Spruch abstempelt, und das ist hier so, das ist nicht ganz ein neues Set für mich, muss man einmal sauber machen, damit keine Rückstände sind. Und man könnte es jetzt mit einem Post-it abkleben. Wer aber mutig ist, versucht es mit dem Stempelkissen so zu erwischen. Geht auch so rum beim Hinlegen, wenn es ein durchsichtiger Stempel ist. So, von Herzen für dich. Wow, ein bisschen, gell? Wenn man es nicht weiß, glaube ich, sieht man es nicht. Okay, also hier rein, gerade ausrichten und tada, von Herzen für dich. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich finde sie mega.
Ich habe diese Pinguine, also die kann man eben nicht nur als Geschenktragekette, man kann die auch übereinander stapeln. Da werde ich jetzt gleich noch die nächste Karte machen. Und noch ein kleiner Tipp. Ich habe hier so ein Ideenbuch. Und da kann man sie auch super als Einmerker, vielleicht noch als Magnetlesezeichen. Ich finde das so süß, wenn dieser Pinguin hier rausschaut. Muss ich mir noch was überlegen. Aber von diesem Stempelset werdet ihr mehr sehen und von dem Pinguin noch viel, viel mehr. Ich hoffe, meine Idee gefällt euch. Ich freue mich wahnsinnig über einen Daumen hoch, über ein Abo, über einen Kommentar, den ihr da lasst, wie euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr auch so einen tollen Pinguin haben wollt, freue ich mich auch riesig über eine Bestellung. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich schicke euch dann immer den aktuellen Gastgebercode zu. Und dann könnt ihr entweder im Online-Shop bestellen oder bei meinen Sammelbestellungen mitmachen und Versandkosten sparen. Dafür einfach die E-Mail aus der Infobox benutzen. Jetzt freue ich mich auf einen schönen Tag. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Tschüss!